Der wächst ja noch, wenn es regnet. Ah. Ja, okay, dann gucke ich mir das nachher nochmal an. Das klingt schon geil. Und wenn ihr schon dabei seid, wir haben ja heute über die ganzen nächsten 12 bzw. 24 Stunden über 150 Freiwillige im Einsatz. Bitte mal einen riesigen Applaus für alle Freiwilligen, die schon dabei sind hier und euch heute verpflegen, euch motivieren und euch unterstützen. Wir wollen euch hier heute mal eine ganz neue Erfahrung bieten. Normalerweise geben wir euch vor, bis wohin ihr gehen müsst. Der zeitliche Rahmen ist uns dabei völlig egal. Wir wollen einfach nur, dass ihr euer Ziel erreicht. Heute drehen wir das Ganze aber mal um. Wir geben euch den zeitlichen Rahmen vor und ihr entscheidet selbst, bis wohin ihr bereit seid zu gehen, bis wohin ihr bereit seid, eure eigene Grenze noch mal ein ganzes Stück weiter zu verschieben. Und heute soll deswegen auch niemand nach Hause gehen mit dem Gefühl, dass da noch 2, 3, 4, 5 Kilometer mehr drin gesteckt hatten. Geht bis ans Ende und verschiebt eure Grenzen aber, soweit es geht, nach vorne. Deswegen haben wir diesen wundervollen Rundkurs für euch kreiert. Auf den 8 Kilometern wollen wir euch die bestmögliche Absicherung geben. Wir wollen euch die bestmögliche Versorgung geben. Deswegen kriegt ihr alle 2 Kilometer Wasser. Ihr habt WCs, es gibt verschiedenes Angebot hier an Snacks. Das wird später hier der Hauptstreckenposten werden. Es gibt alles möglich für euch. Es sollte also ja nichts fehlen. Hier vorne sind auch Sunnies und auf der Strecke werden auch Sunnies sein. Ihr seid also bestmöglich in sicheren Tüchern. Und auch ja, es wird ja auch diesmal einen Gewinner geben beim Mammutmarsch. Wir wollten ja auch mal bewusst den Leuten eine Bühne oder eine Chance geben, die sich mal im Wandern auch gegeneinander messen wollen. Wir wollen es aber wie immer auch wie euch daran erinnern, das ist immer noch eine Gemeinschaft hier. Motiviert euch gegenseitig, völlig egal, wo euer Ziel ist. Unterstützt euch gegenseitig, damit jeder hier so weit gehen kann, wie es nur irgendwie geht. Letzter Hinweis, bevor es vorgeht. Hier vorne sehen Sie es schon, da hinten seht ihr es dann auch gleich. Der Startkanal ist hier vorne ein bisschen verengt, deswegen wird es da hinten gleich zurückstauen. Das ist aber bewusst so gemacht, damit wir euch gleich auf der Strecke ein möglichst entspanntes Wandererlebnis von vorne reingehen, damit der Pulk ein bisschen kleiner wird. Eure Zeit läuft erst, wenn ihr hier vorne bei der Uhr über die Startmatte lauft. Also macht euch keinen Stress, wenn ihr um 9.06 Uhr über die Startmatte lauft, laufen eure 12 Stunden ab 9.06 Uhr. Genau. Und mehr habe ich dazu noch nicht. Danach könnt ihr auch richtig Gas geben. Bevor es jetzt aber losgeht, wollen wir nochmal richtig laut sein zusammen. Ich sag Mammut und ihr schreit mit allem, was ihr habt, Marsch. Mammut! 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 Da geht noch was, Mammut! Sehr geil. Und jetzt müssen wir noch 20 Sekunden überbrücken. Was erzähle ich euch denn noch Schönes? Gestern hat es geregnet. Wetter soll gut sein. Der Ingo fährt jetzt hier vorne auch mal die Strecke vor euch ab mit dem Fahrrad, damit sich keiner hier direkt von den Ersten verläuft. Wir hoffen, dass ihr euch die Strecke danach merken könnt. Und wenn nicht, folgt ihr dem Jüngling in grauer Jacke auf seinem niegelnagelneuen Mountainbike. So, und dann geht's jetzt auch für euch endlich los. In 5, 4, 3, 2, 1, los, Mammut! Viel Spaß, bis gleich!
Zeit läuft erst, wenn ihr über diese rote Matte gelaufen seid. Also macht euch keinen Stress, wenn ihr um 10.04 Uhr, drüber lauft. Lauft ihr auch bis morgen früh um 10.04 Uhr. Lauft einfach bis zum Ende eure 24 Stunden durch. Kommt dann zu uns ins Ziel und jeder Kilometer zählt. So. War ich doch zu schnell. Wie geht's euch denn so? Wollen wir noch mal ein bisschen, richtig laut sein für die Volunteers vielleicht? Machen wir richtig Alarm nochmal, komm schon! So, jetzt habe ich genug Zeit geschunden. Wir holen jetzt einfach zusammen noch Mammutmarsch schreit. Ich sag Mammut und ihr schreit mit allem, was ihr habt, Marsch. Mammut! Marsch! Mammut! Marsch! Mammut! Marsch! Sehr schön! Sehr schön, sehr schön. Jetzt haben wir immer noch 30 Sekunden. Mensch, ihr könnt es ja gar nicht erwarten, weil ich hier eigentlich auch nicht. Das war geschnappt. Adi. Hey, magst du schon mal ein bisschen Musik anmachen? Ich weiß auch keine Musik, aber ich auch noch. Danke. Ja, genau. Das sind die Haare. So, aber jetzt dann endlich, ja, schaffen wir es, euch loszuschicken in 5, 4, 3, 2, 1, los, Mammut, viel Spaß, bis später, gebt alles! Ab 11 Uhr geht's erst los mit Essen, ne? Ich hab das doch nicht gesehen. Wer hat denn hier eine Hochzeit geplant? Hier ich. Ich hab nur noch keinen Mann. Voll geil. Ja, guck mal, wie edel. Das ist so fast aus dem Rückfall. Ja, so ein paar Hussen drauf, ne? Mach du mal her. Ja. Kannst ja mitlaufen. Aber ohne Tracker. Wenn ich jetzt mal Hunger habe, dann. Ja, schnell noch. Willkommen im Auto mit meinem Kanal hier. Heute bei der WM. Duisburg, Mammutmarsch, 24 Stunden. Wir haben jetzt schon ein paar Kilometer hinter uns. Wir sind mitten auf der Bahn. Jo. Ihr habt Spaß. Und da kommt der nächste Hügel, den wir hochgehen. Ja, da haben wir den Jörg gerade eingefangen und jetzt wird er entlassen zum Volontär. Aber wir sehen uns demnächst noch ein paar Mal. Das sowieso. Hey, Runde 2 und es ist noch nicht langweilig. Wird sich noch ändern, aber. So nach der 5. Runde, wenn man den Bäumen schon per Du hallo sagen kann, ich hab nur 12 Stunden. Naja, mach dir keine Sorgen, wir sehen uns bestimmt noch ein paar 20 Mal. Mach dir keine Sorgen. Ja, da du bist ja unser Stimmungsmacher. Ja, ja. Ich will was sehen für mein Geld. Ne? So, los jetzt. Bist du auch eine Rasse? Ja, hoffentlich nicht. Ja, wobei, das könnte tatsächlich hier sein. Ne? Ja, kannst du sie ablösen, ne?
Guck mal, wer da noch ist. Wir sehen uns gleich. Wir sehen uns gleich. Ja. Ja, noch eine Runde war das nochmal. Hi! Und hi! Wir sehen uns auch gleich. Ja? Kommst du mit? Stimmung! Stimmung! Ja, bitte! Ich glaube, jetzt einmal durch die Stadt und Zielbereich. Ich meine, ich darf das ja. Hallo? Ich bin kaputt, ich bin nicht hier. Müssen wir doch aufnehmen, wenn er aufnimmt. Wir machen immer schönes Foto. Was ist denn? Ist mir egal, aber das gehört auch dazu, ey. Applaus! Für die paar Kilometer. Steht ja immer noch Start, dein Ziel. Na, wo sind wir denn da? Ja, aber alles ist schön. So, los, ganz jetzt. Wir sehen uns später. Jo. Wünsche dir Spaß, ne? Danke. Komm, wir laufen nur, aber du und du. Komm, los. Carmen getroffen. Ja. Frau Jörg habe ich getroffen. Frau Nugert ja auch, ne? Die war ja auch mit bei. Genau. Ja. Ja, macht auf jeden Fall Spaß hier. Ja. Ja, ich finde es jetzt nicht so anstrengend hier mit dem Fahrrad. Aber Manuel ist hier schon am Schwitzen. Ja. Ganz bestätigen. Und hat ja auch schon ein paar Kilometer gelaufen jetzt. Ja. Wir hatten gerade nachgeguckt, es sind 30 oder so was. Oder gleich 38 haben wir. Gleich, wenn wir ins Ziel reinkommen, da sind wir noch 1-2 Kilometer. Dann sind wir bei 40 und die Nacht wartet noch. Ja. Und es geht wieder bergab. Ja, das ist die schönste Ecke. Bergab. Gleich hast du noch ein bisschen Musik. 1-2 Sekunden da und dann gehst du durch Vielleicht kann ich nicht immer an. Ich habe ja gar kein Gepäck.